fühlt sie sich wortwörtlich durch den Müll. Ich bin Tiffany Butler und Vollzeit-Dumpster-Diver. Dumpster-Diving ist nichts anderes als Containern. Nur, dass Tiffany nicht auf der Jagd nach weggeworfenen Lebensmitteln ist, sondern nach Waren, die einfach nicht verkauft wurden oder leicht beschädigt sind und deshalb im Müll landen. Mit diesen Schätzen verdient Tiffany monatlich über 3.000 Dollar. Mit welchen cleveren Strategien sie das macht, zeigt uns die Fünffach-Mom heute. In 2 Schichten pro Tag und das 5 Tage die Woche geht Tiffany auf Mülljagd. Immer abgestimmt auf den Stundenplan ihrer Kinder, denn die gehen vor. Damit ihre Touren durch die Container der Stadt erfolgreich sind, hat Tiffany ihr ganz eigenes Dumpster-Diving-System entwickelt. Ich schreibe mir genau auf, wo und wann Mülltage sind. Wenn wir in die Richtung fahren, da ist heute Mülltag. Deswegen fahren wir in die andere Richtung. Mülltage sind für Tiffany immer schlecht. Denn genau an diesen Tagen kommt die Müllabfuhr. Montage sind dafür ziemlich lukrativ. Am Wochenende werfen die meisten Läden die Waren raus, die selbst im letzten Zähl nicht weggegangen sind oder über die Woche beschädigt wurden. Die meisten ihrer Müllschätze verkauft Tiffany weiter. Aber viele Jagdtrophäen behält sie auch. Was in ihrer Wohnung stammt denn aus dem Müll? Naja, ihr lauft eigentlich durch. Es ist einiges. Die Stühle, dieser Schrank und alles darin. Dieser Schrank, die Spielekonsole, die Pflanze, der Schrank, alles an den Wänden, die beiden Katzentürme, der Tisch und der Fernseher. Von ihren Touren stammt aber nicht nur die gesamte Einrichtung. Immer wieder sind auch Lebensmittel dabei. So spart Tiffany monatlich noch mal rund 150 Dollar. Die Essensverschwendung ist unglaublich. Einmal habe ich eine ganze Kiste voller Lebensmittel, die noch bis August haltbar waren, mitgenommen. Um genau auf dieses Problem aufmerksam zu machen, postet Tiffany ihre Touren regelmäßig auf ihren Dumpster-Diving-Mama-Social-Media-Kanälen. Doch es ist nicht nur die Mission, die sie antreibt. Das Aufregendste am Containern ist für mich die Jagd. Man weiß nie, was man finden wird. Manchmal sind es nur ein paar Dinge und an anderen Tagen ist mein ganzer Wagen voll. Vor allem hatte Tiffany auf Elektrowaren, Kosmetikprodukte und Dekoartikel abgesehen. Die bringen am meisten Kohle. Wir begleiten die Dumpster-Diving-Mama bei ihrer Containermission. Sie fährt ihre Container-Hotspots an. Tiffany weiß oft auf den ersten Blick, hier ist nichts zu holen. Nur Müll. Wie können Sie es wagen, Müll in den Container zu werfen? Im Gegensatz zu Deutschland ist das Containern sowie die Mitnahme von entsorgten Produkten und Lebensmitteln in Texas erlaubt. Pro Schicht fährt Tiffany knapp 3 Stunden in einem Radius von 30 Kilometern. What is that? Das nennen sie Suppe. Die nehmen alle Retouren, alle Kosmetikprodukte und schmeißen sie in eine verschmutzte Tüte. Damit machen sie es unbenutzbar. Die Supermärkte wollen so verhindern, dass die weggeworfenen Artikel als Retouren zurückgebracht werden. Denn anders als in Deutschland ist es in den USA möglich, Artikel ohne Kassenbon zurückzugeben. Erst kürzlich stieß Tiffany auf einen Container voller Designertaschen, die in Deutschland ab 500 Euro aufwärts kosten. Alle Taschen absichtlich beschädigt, sodass Rückgabe oder Weiterverkauf unmöglich waren. Und wie kommt man darauf, Containern zu gehen? Tiffany sieht vor 3 Jahren zufällig ein Video von 2 Frauen, die bei einem Kosmetikverkäufer die Container plündern und Massen an noch zu gebrauchenden Produkten rausfischen. Das probiert Tiffany sofort selbst aus. Beim ersten Mal kam ich mit einer Kiste voller Make-up zurück. Da arbeitete Tiffany noch als Küchenhilfe. Ich habe damals gearbeitet, während meine Kinder in der Schule waren. Denn ich war diejenige, die sie hinbringt und abholt. Also musste ich etwas finden, das in meinen Zeitplan passt. Ich habe meinen Job so gehasst. Ich war unglücklich und mein Mann meinte, ich kann erst kündigen, wenn ich mit dem Containern genug Geld verdiene, um meine Rechnungen zu zahlen. Mit dem Verkauf ihrer ersten containerten Produkte macht Tiffany innerhalb eines Monats doppelt so viel Geld, wie sie als Küchenhilfe verdient. Den Job hängt sie schnell an den Nagel und arbeitet jetzt hauptberuflich als Müllschatzjägerin.
Immer wieder ist Tiffany auf ihren Touren schockiert, wie viele Waren im Müll landen. Aber natürlich profitiert die Dumpster-Diving-Mama genau davon. Ich habe eine Kerze gefunden. Die ist noch in Ordnung. Riecht gut? Ein Glücksgriff. Denn diese Kerzenmarke ist bei Tiffanys Kunden besonders beliebt. Pro Schicht fährt sie 4 bis 5 Container an, je nach Ausbeute. Tiffany muss ihre erste Schicht für heute beenden, denn zu Hause warten die Kinder. Vorher macht sie aber noch einen Abstecher in ihr Lager. Heute stellt sie die containerten Waren der letzten Tage auf ihrer Website online. Hier verkauft die Dumpster-Diving-Mama alles für bis zu 70% unter dem eigentlichen Kaufpreis. Laut Tiffany verdient sie bis zu $3.000 im Monat, nur mit Müll. Aktuell steckt sie mitten in der Eröffnung ihres eigenen Dumpster-Diving-Online-Stores. Die Lagerhalle ist Tiffanys Schatzhöhle. Keine Ahnung, wie viel Zeug ich hier habe. Einige dieser Kisten habe ich noch nicht mal geöffnet. Ich habe also keine Ahnung, was in denen da oben drin ist. Auch der heutige Kerzenfund geht sofort online. Neu kostet die Kerze um die $30. Tiffany verkauft sie für 10. Klingt nicht nach viel, läppert sich aber. Um die 5 bis 10 Bestellungen pro Tag gehen aktuell noch über den Online-Store. Aber mittlerweile kann man bei Tiffany direkt im Lager shoppen gehen. Heute hat sich eine Kundin bei ihr angemeldet. Ich komme für den Meerschweinchenkäfig. Der ist da hinten. In der Woche hat Tiffany 3 bis 4 Kunden, die in den Store kommen. Und die Anfragen steigen. Das ist cool. Du bekommst hier Ware zum reduzierten Preis, die wie neu ist. Super, danke. Brandneu. Im Geschäft kostet so ein Nagerkäfig um die $50. Tiffanys Kundin bekommt ihn für 20. Zwischen Kundenterminen und ihren Touren geht's nach Hause. Gegen Nachmittag kommt auch ihr Mann Daniel von der Arbeit. Am Anfang war er gar nicht begeistert von Tiffanys neuem Job. Das änderte sich aber nach ihren ersten erfolgreichen Touren. Mittlerweile begleitet er sie sogar ab und zu auf ihren Müllstreifzügen. Wir gehen auch manchmal aus. Dann trägt er einen Anzug und ich ein Kleid. Und dann gehen wir Containern. Gegen 19 Uhr bricht Tiffany zu ihrer nächsten Schicht auf. Mittlerweile hat sich herumgesprochen, dass Dumpster-Diving richtig lukrativ sein kann. Die 39-Jährige bekommt also immer mehr Konkurrenz. Die, die erst seit kurzem Containern oder noch nicht so viel Erfahrung haben, gehen lieber abends. Wahrscheinlich, weil sie Angst haben, entdeckt zu werden oder niemandem über den Weg laufen wollen. Sie denken, abends haben sie weniger Probleme. Die ersten 2 Container sind Nieten. Doch beim dritten, Jackpot. Der ist komplett voll. Ich glaube, ich kann noch nicht mal die Seitentür öffnen. Oh mein Gott. Das ist noch in Plastik verpackt. Ein PS4-Spiel. Ich könnte hier ewig suchen. In ihrer Nachtschicht kann Tiffany heute Dutzende Bücher und Videospiele ergattern. Geschätzter Verkaufswert um die $200. Ich glaube, das reicht. Ich bekomme hier so viel raus und könnte noch die ganze Nacht suchen. Danach habe ich keinen Platz mehr in meinem Auto. Peinlich ist ihr der Job als Dumpster-Diving-Mama nicht. Im Gegenteil, es ist ihre Leidenschaft. Es macht Spaß und ist eine gute Einnahmequelle. Ich rette Dinge, die sonst auf einer Mülldeponie verrotten würden.